Liebes Tagebuch, den Fisch, den ich dir in deine Seite geschrieben habe oder beziehungsweise gemalert habe, möchte ich bitte niemals im ausgewachsenen Zustand an meiner Stippe haben. Dankeschön. Ja, willkommen, Freunde, hier aus meiner kleinen, beschaulichen Hütte. Ich sagte ja, ich ziehe mich zurück und genieße die Zeit nach der Siechling-Aktion. Und jetzt wurde ich angeschrieben und ich wurde gefragt, Alter, ich krieg den Giebel nicht. Beziehungsweise ich komme nicht mal in die Nähe des Gewichtes. Ich weiß nicht, ob sie da wieder dran rumgespielt haben an Gewicht. Aber soweit ich weiß, lag der Giebel bei 1,9 oder war es 1,8 und die Karausche war bei 1,9 oder 1,8. Weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, mit 2 Kilo ist man immer auf der sicheren Seite. Und da ich hier auch noch gar nichts habe, weil ich mich darauf auch ehrlich gesagt gar nicht so konzentriere, habe ich mir gedacht, ja gut, dann können wir das auch gemeinsam angehen. Und ich habe von meinem Main noch einen Spot in Erinnerung, wo eigentlich, ja, sag ich mal, 3 der, wenn nicht sogar 4 der jeweiligen Kategorie reinwandert, die man hier braucht für den Ehrenfischer. Giebel, Karausche, Rotauge und sogar der Alland. Und ich muss nur mal gucken, wo das war. Dies war es nicht. War ein etwas breiteres Seerosenfeld. Bin ich schon zu weit oder was? Ich glaube, ich bin schon zu weit gerannt. Nee, doch, das war hier. Genau. Ja, hier war das. Hier geht auch der Alland rein, hier geht aber auch der Schuppi rein. Die Schleie läuft hier auch ab und an aufs Band. Es kommt immer darauf an, was wir hier fischen, womit wir hier fischen und welchen Köder wir nutzen dafür oder dazu. Das weiß man ja. Ne? Egal ob Stippfischer oder Match oder weiß der Geier was, schaut man natürlich immer erst in die Rekorde. Wir können die Allgemeinrekorde angucken. Das Gute ist, ich brauche auch noch eine Trophy von über 5 Kilo. Der Alland geht hier rein, der hat über 5 Kilo, die Brasse geht hier rein, hat auch über 5 Kilo. Hier wird schon wieder ein bisschen weniger semi-effizient und. Aber unser erster Fisch, den wir heute speziell beangeln wollen, ist halt der Giebel. So, da sehen wir auf normale Rekorde, wird sich bei den Stipprekorden nicht großartig ändern. Haben wir wieder hier Süßteig, alles einfach und den Quarkteig. Wenn wir jetzt mal auf Stipprekorde gehen und uns das Ganze nochmal anschauen, sind wir hier auch über 5 Kilo, was gut ist. Da ist der Giebel. Da haben wir schon die Kombination drauf, ne? Erbsenbrei und Quarkteig. Erbsenbrei hat den Vorteil, dass auch der Alland drauf steht. Hier haben wir Süßteig, Haferbrei, Regenwurm, Tauwurm. So, schauen wir mal rein. 13.04. ist so der letzte Rekord auf dem Giebel, der hier in der Stipprekorde auftaucht. Tauwurm könnte man machen, weil man auch gleichzeitig den Flussbarsch noch braucht, hier für den Ehrenfischer. Aber gucken wir uns gleich mal an. So, Karausche, Perlgraube, 9.05. Das mit so der neueste Fang. Das gute alte Weißbrot, das kennt man vom Windenbach. Geht auch immer. So, das ist die Karausche. Und dann haben wir noch die Rotauge, Perlgraube, wo auch die Karausche drauf geht, wie wir gerade gesehen haben. Ja, man kann auch einen Regenwurm nehmen. Aber alles etwas ältere Rekorde, außer hier die beiden Kameraden, der Mistwurm und der Mistwurm. So. Einfache Montage, also einfacher Köder, keine Doppelködermontage drauf. So, das sind so die hier eigentlich immer einlaufen. Am meisten zwar der Giebel, ab und an die Rotauge, ziemlich selten mal ein Alland, aber dann auch gleich mit mehreren Kilos. Meistens. So. Erste Stäbe habe ich drauf.
Honigteig, Maisbrei sind zwei Sachen, die jetzt nicht in den Rekorde drinstehen. Aber wie gesagt, die sind auch ein bisschen älter und vielleicht ist das Fischverhalten auch ein bisschen anders jetzt. Dass es neue Köder bringen. Das muss man einfach testen, das kennen wir schon. 1 Meter Tiefe habe ich nicht. 1 Meter Tiefe wollte ich. Jetzt habe ich sie. Mal schnell ein Brot essen. Obwohl, das Hungergefühl ist gar nicht so wichtig für einen Stepper. Gar nicht so weit ruht. Ja, hier können wir auch mal gucken. Süßteig haben wir ja gesehen. Erbsenbrei haben wir auch gesehen. Erbsenbrei, Vorteil Alland. Wenn er Bock hat, steigt er uns hier auch mal aufs Dach. So. Und jetzt unsere neue Lieblingsroute, die Crimson. Da habe ich, glaube ich, Knoblauchteig mit drauf. Nee, Eierteig. Ich habe wirklich Eierteig, ja, Eierteig drauf genommen, weil ich mal geguckt habe mit meinem Main, worauf ich die Karausche gefangen habe, von 2,2 noch was Kilo. Es war tatsächlich auf Eierteig. Ich muss mich selber dafür ohrfeigen, aber da haben wir schon einen Hit. Auf der 2. Schauen wir uns mal an, was uns da besucht. Ich habe überall einen 6er Haken drauf. Ich habe aber auch noch die 4er Haken mit. Ja, Schleie geht hier auch übrigens. Und der Kamerad auch. Ich kann keine Fischfetzen machen. Ich brauche nicht. Keine Haken. Uninteressant. Also. Ich habe auch die 4er Haken mit. Habe ich jetzt nicht geändert, die Tiefe hier, ne? Bin ich noch auf 80, ist egal, schauen wir uns mal an. So, was brauchen wir jetzt noch? Ich empfehle immer anfüttern. Wir haben ja noch die alten Futtermischungen. Von der alten Festung. Die haben eine Qualität von 8 bis 10, wenn ich mich recht entsinne. Ja, haben ja allerdings auch in der Zwischenzeit danach die Punkte voll gemacht in Futtermischzubereitung. Das heißt, wenn ich jetzt Futtermische herstelle, habe ich automatisch 9, also mindestens 9 von 10 oder mit Glück auch die 10. Bei Karausche und Giebel geht auch die 9, selbst die 8 geht, also davon mal ab. Aber wir haben ja die ganzen Zutaten immer dabei, ein bisschen skillen müssen wir auch noch, also ich zumindest, weil ich bereite das immer nur zu, wenn ich es wirklich brauche. Ne? Dafür brauchen wir gemahlenen Biskuit, Hirsebrei, Sonnenblumenöl, 9 von 10, supidupi, 30 Portionen, das ist dreimal anfüttern. Das reicht uns. Das werde ich hier gleich verklappen. 16 Stunden hat das Zeug Triggerwirkung auf den Fisch. Das heißt, wenn wir es eingebracht haben, schauen wir natürlich auf die Uhr, wie spät das ist. Das ist ein etwas größeres Tier. Das ist eine Schleie. Nehmen wir mit. Schleie, auch schöner Fisch. Wo haben wir sie? 9 von 10 benutzen. Schauen, wo liegen die Plots. Ungefähr da in der Mitte knallen. Nie mehr als 10. Das ist semi-effizient. Damit könntet ihr den Spot überfischen. Überfüttern natürlich. Überfischen wäre ja schön. Bis wir die Trophy haben auf jeden Fall. So. Muss ich mal kurz evakuieren, das Ding.
bevor mir die 1 wegläuft hier. Das hat ja auch ein bisschen was vom Rummel mit diesen, das ist der erste Giebel. 1,378 Kilo sind wir gar nicht so weit von weg. Von dem, was wir brauchen. Warte nu. Irgendwie einen Tick zurück. Du Bengel. Jetzt ist die 3 am Machen und am Tun. Also wir behalten einfach mal so im Hinterkopf. Das ist ein kleiner Giebel. Brauchen wir nicht. Schmeißen wir weg. Catch and Release. Was ja normalerweise in Deutschland nicht so erlaubt ist. Aber zum Glück ist das ein Spiel. Ja. Gott. Ich werde auch diese komische Sommergrippe oder Erkältung werde ich nicht losgenass. So. Was wollte ich sagen? 16 Stunden hat normalerweise die Futtermische, wenn ich mich recht entsinne. Und da ist auch die Qualität völlig uninteressant. Hat 16 Stunden Werkdauer. 14 Uhr haben wir sie eingebracht, ungefähr, sage ich mal. Wenn wir jetzt 16 Stunden hochrechnen, wissen wir, ich bin nicht gut in Mathe, aber 16, also 20, dann haben wir noch 10 Stunden, 4, also 6 Uhr morgens müssten wir nachfüttern, um den Spot immer aufrecht zu erhalten. Dann ist die Frage, wie lange läuft der Spot? Kann man hier 2-3 Stunden hintereinander fischen oder nicht? Irgendwann hat auch selbst der Giebel keinen Bock mehr. Wie gesagt, Giebel, Karausche, Rotauge, ab und an auch mal eine Brasse im Abend hinein. Alland habe ich hier auch schon gefischt auf Stippe. Den größten Alland, den ich hier hatte, da hatte er irgendwie 3 Kilo. Ich weiß gar nicht mehr, wo drauf das war. Haferbrei. Ja. Auch nicht weit weg vom Trophy. Und das nur auf der Stippe, ne? Ich habe ja nichts anderes. Ich habe ja nur die Ohrenstöcker. Posenfischen mittlerweile auf 83,8. Köderbeschaffung, ja, muss man auch mal ein bisschen weitermachen. Angelfutterzubereitung vielleicht auch. Muss man dann sehen. Ich habe noch ein paar Skillpunkte, die werde ich dann verteilen, wenn es zum Karpfenangeln losgeht. Pop-Up-Montagen und wie sie nicht alle heißen. Gut. Ich werde jetzt mal ein bisschen, jetzt gehen aber die 3 Orgelpfeifen komplett los, ne? Alle 3, das ist ja wieder genau mein Humor, Hebebiss. Wieder ein Giebel. Vielleicht mal die Hakengröße ändern. Wieder, wie gesagt, erstmal der 6er Haken, damit habe ich an der alten Fessung auch gute Erfahrung gemacht. Der 4er könnte dann schon zu groß sein. Das war schlecht. Muss man einfach so sagen. Schlecht. Ja gut. Ich guck mal, was hier so reinwandert, auch über Nacht. Dann schauen wir mal einen Setzcatcher. Schauen uns mal die Tiere an, in welcher Größenordnung die hier rumdümpeln. Ob man häufig etwas größere Tiere ranbekommt, hier ans Band. Dann können wir nämlich entscheiden, ob sich das lohnt, sich hier hinzustellen oder auch nicht. Den brauchen wir nicht. 58 Gramm ist selbst für einen Köfi zu klein. Und Köfi können wir sowieso nicht als Stipper, ne? Das ist ja nun mal das große Leiden. Das Einzige, was wir können, ist Fischfetzen und Tauwürmer, wenn es darum geht, irgendwie auf Quabbel, Wels, Aal
ab und an mal ein Hecht. Ja. Aber Köfi, nein. Die Köderfischmontage funktioniert an keiner Stippe. Das ist einfach nicht drin. Okay, Kinders. Ich werde jetzt hier mal schauen, was der Spot noch zu bieten hat. Wird vielleicht mal ein bisschen mit der Hakengrößen rumspielen. Ihr kennt das ja, so ist das nun mal. Ne? Als Stirbermann geht ans Gewässer, findet den Fisch. Die Frequenz ist dann da. Dann schaut man sich die Tiere an und sagt, ah, da könnte vielleicht, wenn ich den und den Haken nutze, könnte das vielleicht ein bisschen besser ausfallen. Oder man kriegt sie auch ran ans Band. Das war ja richtig gut geworfen. Also die andere ist runtergegangen. Ich dachte schon, die liegen genau hintereinander. Na gut. Wir werden uns wiedersehen. Wenn irgendwas Großartiges passiert, wie ein dicker Alland oder eine mächtige Schleie, vielleicht sogar eine Goldschleie, gehe ich aber nicht von aus, dann werde ich mich natürlich wieder bei euch melden. Ja, was soll ich sagen? Sieht gut aus, ne? 2,877 Kilo. Ist eine Trophy. Haben wir wieder hier was erreicht. 15 verschiedene Sorten haben wir wieder ein abgearbeitet. Sehr schön. Das war die Giebel. Gefangen auf Honigteig Maisbrei mit der Blade Spirit. Das darf man nicht vergessen zu erwähnen. Für alle, die hier fischen, die Anfänger, die hat plus 5 Fähigkeit Posenfischen. Ja, aber hey, die anderen haben auch noch. Die sagen sich, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Das ist ein kleiner Alland, oder? Nee, noch eine Giebel. Ja. Wie gesagt, das war die Giebel. Ich bin nicht lange hier gewesen. 26 Minuten. Keine halbe Stunde. Und wir haben unsere erste Trophy am Moskitosee. Das ist auch schön, oder? Ja, Kinders. Ich hoffe, ich konnte den Kameraden damit helfen, der mich angeschrieben hat, wo er hier den Giebel bekommt. Ich werde jetzt hier einpacken. Die Futtermische ist noch nicht mal abgelaufen. Und werde dann mal schauen, ob die Rotauge noch da sitzt, wo sie saß oder sitzen sollte. Und dann sehen wir uns da bei dem nächsten Spot für den nächsten Zielfisch für den Ehrenfischer. Ja, also von mir, von hier ein Petri, ein fröhliches. Holt euch die Trophy, versucht es hier. Wie gesagt, 6er Haken hatte ich an der alten Festung schon mit Erfolg. Auf der Crimson hatte ich zwischenzeitlich jetzt mal einen 4er Haken drauf. Ja, konnte ich nicht mehr richtig austesten, weil die Trophy ging ja schon rein. Das ist doch keine, das ist eine Güster. Oh, ja, und dann Güster gibt es hier übrigens auch. Kann es keinem erzählen. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Ja, nehmen wir auch noch mit, ne? Ja. So. Braucht man hier zwar nicht, glaube ich, die Güster. Jetzt müssen wir aber auch schnell aufhören, bevor noch der Alland reinläuft. Ah, nochmal ein 1,165 Giebel. Das ist doch schön. Ja, also, Trophäen, Moskito, Giebel haben wir hier bekommen als Trophy und wir haben die Güsse als Trophy hier bekommen. Wie gesagt, halbe Stunde stand ich hier, Giebel reingelaufen, seht ihr, sind ein paar, gute Frequenz und auch nicht so kleine Tiere.
dafür, dass ich hier noch nicht so lange stehe. Also ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Für alle, die den Ehrenfischer machen wollen, denen die Giebel noch fehlt, man soll es kaum glauben. Diese einfachen Fische, sag ich mal, Giebel, Karausche, da sitzt man manchmal wirklich lange an und sagt sich, das kann doch nicht wahr sein, dass ich diesen ollen Modderfisch nicht an Haken kriege. Aber der Spot geht hier immer noch. Da bin ich sehr zufrieden. Dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Und jetzt suchen wir uns noch die Rotauge. Ich werde jetzt einfach eine neue Reihe aufmachen hier. Eine neue... Wo bin ich denn gerade? Hier. So, eine neue Filmreihe, wo wir jeden einzelnen Fisch hier beangeln werden, wo ich den suche für euch, falls ihr den Ehrenfischer machen wollt. Jetzt kann ich damit ja auch anfangen. Ich habe die dusselige Giebel. Und dann melde ich mich wieder bei euch mit dem nächsten Fisch. Also bis dato, Petri heil, habt Spaß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Zieht raus die Trophy. Und wir sehen uns dann bei der Rotauge oder beim Kaulbarsch oder Karausche und was da nicht noch alles kommt. Also macht es gut. Bis dann. Bye, bye.